Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Challenge Time. Und die heutige Challenge ist mal wieder von mir, weil es nur Crap in den Kommentaren, stand. Es geht auch schon direkt los und ich verrate euch gleich die Challenge. So, Lava einmal, ja. Genau das, ich habe mir schon einen Plan gemacht, so gesehen. Weil diese Challenge ist einfach die schwerste Challenge, die ich je in meinem ganzen Leben schon früher versucht habe aufzunehmen. Da auf meinem ganz alten Kanal, oder besser gesagt, als ich einen Restart, sage ich mal, gemacht habe. Ja, diese Challenge ist schon richtig mies. Und zwar ist das die Challenge, also die keine Rüstung-Challenge. Wir dürfen keine Rüstung in Endergames tragen und müssen eine Runde gewinnen. So, also diese Challenge ist richtig krank, absolut gestört. Ich weiß nicht mal, ob die möglich ist, diese Challenge. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe früher Stunden, Tage, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, so anzünden. Wie gesagt, ich habe ja in der ersten Folge gesagt, dass... Natürlich. Wenn ich die Challenge schaffe und ich die dann immer hochladen würde, nur wenn ich sie schaffe, wäre es ja lame. Dann wüsst ihr, okay, er hat die Folge hochgeladen. Er hat es geschafft. Es wäre lame. Ich lade auch die Folgen hoch, die ich nicht schaffe. Und dann müssen wir die später nochmal probieren, so nach ein paar mehr Folgen. Den ersten Kill haben wir schon mal. Ich will nämlich mehr mit den Lava-Eimer arbeiten, weil sonst ist es einfach, wenn man Schwert gegen, im Finale Schwert auf Schwertkampf, das funktioniert nicht. Es ist einfach unmöglich, ohne Rüstung. Ich weiß ja, ich werde das nicht packen, weil ich bin noch nicht so gut im PvP. Also es geht, ich will mich jetzt nicht als Scheiße bezeichnen, aber es ist eigentlich ganz okay. Okay, holen wir uns jetzt den hier, das wäre natürlich toll. Entweder ist der dumm. Oder er war AFK, ich glaube er war beides. So, und den auch direkt. Wäre natürlich schon mal gut, wenn wir am Anfang direkt ein paar Kills kriegen, weil ohne 4 Kills gehe ich hier nicht raus, auch wenn ich es schaffen würde. Okay, ich weiß nicht, dass der so low ist. Oh jo, dann ist er halt tot. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, diese Höhlenbauer, die sind richtige Abfuckersöhne. Naja, gut. Hier den ganzen Crap mal entfernen, weil das brauchen wir alles nicht. Wir bräuchten die Dias eigentlich auch nicht. Naja, Crafting Table. Und die Jarl-Crap weg. So, den Goldapfel ist auch schon mal fresh. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Jagd. Wäre natürlich am besten, wenn ich noch ein Level hätte, aber kann ja nicht alles haben. Ne? Gut. Das wäre jetzt so richtig krank, wenn ich die schaffen würde. Weil diese Challenge ist einfach verdammt brutal. Ihr müsst es auch mal spielen. Vor allem, also es gibt ein Kit, mit dem das nicht so schwer ist. Haben auch schon viele YouTuber gemacht, glaube ich. Also ich kenne nur einen, also kleinere, die es gemacht haben. Und zwar als Stomper. Das ist Pussy. Oh Gott. Oh Gott. Ja, guckt euch das an. Ich bin 3-Hit, vielleicht auch 2-Hit sogar. Also ohne Scheiß. Ist einfach verdammt asozial, diese Challenge. Nee, tschüss. Wo ist noch Lava einmal? Komm. Fuck. Ja, das. Nein. Wäre da kein Wasser, ich wäre tot. Weil das habe ich auch schon überlegt, weil ich wusste, dass ich früher immer an diesen Hurensöhnen gestorben bin. Holzfäller. So, naja, egal. Auf jeden Fall will ich das mit Enterhaken-Kit spielen. Weil damit kann man noch wenigstens flüchten, sage ich mal gut. Ich hätte natürlich auch noch ein anderes Kit nehmen können, was auch kack. Also mit Ungeheuer ist auch nicht so, glaube ich, auch nicht so schwer. Aber ich will es mir richtig schwer machen, auch wenn es eigentlich fast unmöglich ist, finde ich so. Also würde ich jetzt mal behaupten. Also, wenn ich das schaffe gegen einen. Keine Ahnung. Wie viele leben denn noch? So, hier haben 3 Kills, 6 Spieler. Alles klar. Speedblock. Da vorne ist jemand. Den könnten wir eigentlich sogar holen. Ne? Ah, ich gehe jetzt mal ein bisschen weg. Das Kit ist auch übrigens ultra stark. Kommt bald noch eine Folge Ender Games, da könnt ihr das mal sehen. Also wenn ich euch eins empfehlen sollte, wäre es das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist richtig asozial. Man ist 2-Hit und der Bogen zieht alleine auch verdammt viel. Toll, der kommt mir hinterher. Weg. So. Okay.
okay, doch nicht. Ja, ich muss halt ein bisschen auf Distanz gehen und ich brauche mehr Lava-Eimer. So anders geht's nicht, weil mehr Lava-Eimer ist, das wäre echt gut. Naja, gut. Crap entfernen. Aber ohne... Soll ich doch lieber mit Rüstung machen? Ja, dann wäre es keine Challenge. Weil ich guck, ich habe 10 Dias, Mann. Richtig mies, ey. Naja, egal. Wir ziehen das jetzt durch. Ich werde es eh verkacken, weil die Challenge einfach zu krass ist. Ihr könnt die ja mal nachspielen. Mit Schinken oder Dingens, Zielsucher ist es, glaube ich, auch nicht. Ja, zumindest mit Zielsucher ist es nicht so schwer, glaube ich. Habe ich noch nicht ausprobiert. Kann ich aber auch mal machen, in der normalen Folge. Und jetzt schreibt mir mal bitte vernünftige Challenges hier rein. Zum Beispiel wie das hier. Das ist zwar der pure Horror. Und ich werde die eh nochmal irgendwann später machen müssen, weil ich die jetzt nicht packe. Weil, jetzt mal ohne Kack, keine Rüstung. Naja gut, komm, wir können es probieren. Vier Spieler. Wir sind schon mal, sag ich mal, im Deathmatch. So, also ohne 4 Kills gehe ich hier nicht raus. Ich habe schon mal 4 Kills. Ne, ich habe noch nicht mal 4 Kills. Kacke. Also ein Kill muss ich noch machen. Und jetzt ist ja am Ende, da sind die krass equipped. Ja, cool. Gucken. Oh, ja. Der ist ja gar nicht weit weg. Oh. Regenerationstrank. Das ist sehr gut. LOL. Komm, bitte Schärfe, Mann. Schärfe, yes. Weg damit. LOL, wie episch. Ja. Lava-Eimer, Pfeile, alles. Geil. Oh, noch den Lava-Eimer reinziehen. Jetzt können wir uns auf die Jagd begeben. Und den Regenerationstrank. So, super. Immer noch 4 Spieler. Also ein Kill will ich noch machen. Oh, der da hinten ist so krass gut da. Ich treffe ihn natürlich nicht. In der letzten Bed Wars-Folge hatte ich ja den krassesten Aimbot EU. Und jetzt treffe ich den gar nicht. Das ist ein bisschen bitter. Zack. LOL! Okay, wir haben 4 Kills. Okay, da bin ich mit den Kills bin ich schon mal zufrieden. 3 Spieler. Nice. Episch. Nein. Oh mein Gott. Ah, okay. Ne, der ist ja ultra krass equipped. Was soll ich denn gegen den machen? Nicht auch verzaubert das Tierschwert, damit bin ich tot. Bleibt sogar am Bogen. Okay, ich bin gebohrt worden. 80 Glück. Oh Gott. Mit den Kills passt's. Ich habe ja gesagt, ich muss die Runde eigentlich gewinnen, ne? Als ob man das schaffen kann. Als ob. Komm. Oh, da ist wieder. Das ist bestimmt dieser OP-Typ. Ja, wo ist denn der andere? Da ist er, ich sehe ihn. Schaden. Vergiftung. LOL! Okay, wir sind schon mal im Finale. Oh, der ist auch viel besser equipped als ich. Okay, weg. Oh, okay. Auch im Bogen bin ich auch mit Free Hit. Okay, ich habe ihn besser getroffen. Goldener Apfel, YOLO. Jetzt geht um alles oder nichts. Oh Gott. Okay, nice. Nice. Enderperle, komm. Yes! Ich hab gewonnen, JT. Oh mein Gott. LOL. GG. Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge und ciao.